Es gab bei, zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung in der Bundesrepublik Deutschland 12.000 Studienplätze. Die Zahlen der DDR konnte ich nicht ganz sicher eruieren. Es gab 7 Hochschulen, an denen die Medizinstudienplätze hatten. Und die haben dann mit einem viel höheren, also was für Ärzte angeht, ist die DDR mit einem höheren Volumen gefahren. Es dürften also geschätzt ungefähr um die 4.000 sein. Das heißt, im Jahr 1990 gab es für Gesamtdeutschland 16.000 Studienplätze für Medizin. Inzwischen, 2015, neueste Zahlen, haben wir 8.999, ich habe mütlich aufgehört, gerundet. Wir haben also von 16.000 Studienplätzen der Medizin, das reduziert auf 9.000. Das muss man sich überlegen. So sind die Sparmaßnahmen, haben die durchgegriffen. Hier wird an allen Ecken und Enden gesperrt. Ich frage, Deutschland geht es gut? Ja, das ist oberflächlich. Es wird gespart an der Infrastruktur, es wird an den Brücken, an den Straßen, wird das Geld zusammengeknappt. Und es wird an der Ausbildung geknappt und zum Beispiel daran wird das Geld abgezogen. Das meine ich damit, wenn ich sage, wir müssen durch den Zuwanderungsbedarf, wir müssen qualifizieren. Wir können doch nicht innerhalb von 25 Jahren unsere Studienplätze in Medizin so weit runterfahren und dann rufen wir an Zuwanderungsbedarf. Übrigens bei einer steigenden Altersstruktur. Also Leute werden mehr krank. Ja, wir haben noch mehr, klar, das eine, der Zuwanderungsbedarf aufgrund der Demografie erhöht den Zuwanderungsbedarf aufgrund der schlechten Qualifizierung in diesem Fall. Denn wir haben immer einen größeren Anteil älterer Menschen, damit einen höheren medizinischen Bedarf und weniger davon. Das heißt also, deshalb muss unsere erste Forderung umlauten. Wir müssen den Zuwanderungsbedarf reduzieren. Durch anständige Familien- und Bevölkerungspolitik und durch eine Qualifizierungsoffensive. Es bringt nichts, die Leute aus anderen Ländern zu holen, um dann quasi unsere Defizite aufzufüllen. Heißt das, ich will keine Zuwanderung? Gar nicht. Nein, meine Damen und Herren. Ich war überzeugt, 30 Jahre tätig an Hochschulen. Ich weiß durch den Kontakt mit anderen Kollegen aus anderen Ländern, dass man das auch nicht im Internet machen kann. Man braucht da auch schon internationale Austausch, ohne den geht es nicht. Und wie ich es auch gar nicht verbergen kann, bin ich ein großer Freund der Gastronomie und schätze es da ausgesprochen, auch andere fremdländische Gerichte essen zu können. Und wenn jeder von uns ein bisschen so nachdenkt, was er so, wie er so lebt, muss man schon sagen, ja, da oder dort freut man sich auch über Zuwanderung, egal ob man zum Chinesen geht oder einfach in die italienische Eisdiele. Das heißt nicht, ich will die Zuwanderung komplett stoppen. So, denn ein Land ohne jegliche Zuwanderung ist ein armseliges Land. Ein Land mit dauerhaftem Zuwanderungsbedarf allerdings auch. Gut, gehen wir zum nächsten. Ja. Wir haben bereits in unserem allerersten, also wir kommen zum zweiten Punkt, ne? Wir regulieren mal die jetzt. In unserem allerersten Wahlprogramm, was wir hier als AfD hatten, stand bereits. Sind die Zwischenfragen erlaubt? Oder zwischen allen? Nur wenn es nicht überall in großen, bei diesen Menschenmengen sage ich immer nein, jetzt versuche ich es mal, sonst stoppe ich. Es gibt zwei Anmerkungen von mir. Einmal, wie macht es dann Japan? Zu dem ersten Punkt, also zu dem ersten Punkt A. Japan hat auch einen also ich meine, wir brauchen das normalerweise in dem Umfang überhaupt nicht. Wenn ich bitte Sie diese Frage, es wird doch lang. Jetzt später, ja. Ja. Der zweite Punkt Sie. War bezüglich der Mediziner. Da ist ein NC drauf. Manche Leute warten jahrelang, bis sie das studieren dürfen. Und wie sieht es mit den Löhnen aus und den Arbeitszeiten? Viele Mediziner sind ausgewandert, gerade in den Norden Europas, weil sie da für ein Drittel der Arbeitszeit dreimal viel Geld bekommen. Also sozusagen das Neunfache. Okay, das ist die Benzinkunst. Auch dazu würde ich gerne noch mehr sagen. Das ist die Benzinkunst. Mit Ausnahme von groben Verständnisfragen
doch die Fragen an Ende zu stellen. Auch auf das, bitte, ich habe zur Kenntnis genommen, bitte gerne noch etwas zu sagen, weil Sie so recht haben. Relativ früh haben wir schon gesagt, wir fordern eine Neuordnung des Einwanderrechts und klar gesagt, wir fordern ein Einwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild. Das wird von ganz vielen gesagt, das ist unser offizielles Programm, das steht auch überall noch in den Leitlinien drin. Und ich mache diesen Vortrag aus zwei Gründen. Einerseits in der Hoffnung, dass wir diesmal leider Außenmitglieder werden, wenn Leute dazu kommen. Das ist hier eigentlich, aber ich möchte Sie auch ein bisschen darauf informieren, zu Sachen zu denen man immer wieder feststellen muss, dass viele von uns an den Schengen gar nicht so richtig komplett darauf antworten können. Wie macht es eigentlich Kanada? Welches Modell haben wir eigentlich in Kanada? Und lässt sich dieses Modell eigentlich auf Deutschland übertragen? Kanada macht eine regelrechte Werbung für die Leute, die sie brauchen. Sie machen eine große Reklame, das stammt direkt aus der kanadischen Regierung, Come to Canada, um Leute zu haben, die sie brauchen. Und das nächste. Wenn man dann ankommt, ich führe das jetzt nicht im Einzelnen aus, so bis ins Detail müssen wir nicht gehen, gibt es dort die allerverschiedensten Programme, die sie durchlaufen können oder müssen zum Teil, um dort quasi in Kanada integriert zu werden. Was aber, das nächste, was ist eigentlich das Besondere des kanadischen Systems? Das Besondere ist, dass Kanada ein System geschaffen hat, was meine vorhin angerissene Frage, wer entscheidet eigentlich, ob wir Bedarf haben oder nicht, im Verfahren selber löst. Das ist das eigentlich Geniale. Dass es im Verfahren selber die Frage stellt, ob wir überhaupt Zuwanderungsbedarf haben. Die sagen, das entscheidet nicht eine Partei oder Journalisten, Bürokraten oder Interessenverbände, das entscheidet der Markt. Wir gucken genau auf den Markt und gucken nach, wie lange ist eine öffentlich ausgeschriebene Stelle eigentlich nicht besetzt. Das ist das Entscheidende. Also dieses Hauptkriterium ist eine sogenannte Vakanzanalyse. Nachzuschauen, wie lange, dann wissen wir es. Da brauchen wir nicht irgendwelche Politiker, Interessenverbände, Journalisten zu, sondern da machen wir eine ganz klare Analyse, wie lange ist die Stelle besetzt und nicht besetzt, um festzustellen, ob wir so einen Bedarf haben dort. Und danach, das Ganze läuft nach einem Punktesystem ab und das Hauptkriterium ist diese Vakanzanalyse. Zweite, was die weiteren sagen, die Kanadier, wir wollen natürlich auch gucken, was für Sprachkenntnisse die haben. Wenn wir mehrere Bewerber auf einer Stelle haben, wählen wir uns natürlich die aus, die am ehesten Englisch oder Französisch dort sprechen können. Das dritte, ein weiteres Kriterium, ist die Ausbildung, die sie schon haben, die noch einmal über das Anforderungsprofil hinausgeht. Und sie haben zusätzliche weitere Kriterien wie Anpassungsfähigkeit, Berufserfahrung, Alter und bereits fest in Aussicht gestellte Arbeitsplätze. Das ist also der Kern dieses kanadischen Modells, das die AfD überall fordert, dass sie sagt, wir wollen es bestimmen über eine Vakanzanalyse, eine zusätzliche